Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zum Motorsport Manager. Das letzte Rennen der Saison steht an, gilt fort. Wir starten von relativ weit hinten, aber dafür zählen auch die Punkte doppelt in diesem Rennen. Also, und William Shannon hat halt diese Halskrause, diese unsägliche. Ja, da müssen wir echt gucken. Wir werden, denke ich, Regenreifen oder Intermediates. Moment. Guck mal ganz kurz. Da hinten wird es halt ein bisschen nass, ne? Also, wenn es bis jetzt nass geworden ist, dann war es immer sehr, sehr nass. So, und deswegen würde ich sagen, nehmen wir einen Renntrim und die leichtfüßigen Intermediate-Reifen. Oder gehen wir heute, das wäre natürlich auch eine Sache, ne? Wir gehen heute auf risikobereit, schnelle Boxenstops. Da sparen wir uns ja auch ein paar Runden im Prinzip. Allerdings nur bei den Boxenstops. Ich gehe mal auf die Intermediates für Liao. Kann natürlich der super Fehler jetzt sein. Und ja, Regenreifen, da weiß ich halt nicht, ob wir die wirklich benutzen, ob es heute wieder so doll regnet. Schnelle Boxenstops. Schnelle Boxenstops, machen wir so. So, 23 Runden geht das Rennen, wenn ich mich nicht irre. Sieht man das hier irgendwo? Ja, genau, Runde 23, alles klar. So, das heißt, unsere Fahrzeuge beinahe perfekt konfiguriert. Wir fangen hier an mit, auf jeden Fall mit sehr weichen Reifen. Ne? Da können wir erstmal 4 Runden ungefähr fahren, würde ich schätzen. Die halten 8 Runden durch bei Liao. Das heißt, mit 3 Reifensätzen sollte er durchkommen. Treibstoffoption. Geben wir ihm für 11 Runden mit. So, und hier wir kommen 10 Runden damit sogar aus. Also können wir hier erstmal initial ein bisschen länger draußen bleiben. Ne? Wir werden auch 2 Boxenstops machen müssen auf jeden Fall. Aber wir geben ihm für 13 Runden Benzin mit. Reifenwahl ist okay. So, Fahrerstrategie. Wir drehen am Anfang ein bisschen hoch hier die Motoren. Reifen lassen wir erstmal auf neutral. Obwohl, wenn es sowieso regnet, dann können wir die vielleicht ein bisschen mehr abfahren. Wir fahren hier ein bisschen aggressiv mit Shannon. Oh Gott, ich hoffe, das geht gut. Ja, die fahren hier halt auch mit den abgenutzten Reifen. Ne? Wenn es eh anfängt zu regnen, ist es denen total egal. Und wir starten halt hier hinten auf dem 13. und auf dem 15. Also 7. und 8. Reihe. Da müssen wir mal gucken. Ne? Wir müssen möglichst vor Poulter und Norris bleiben. Und bei Kuss dürfen wir und Partnern dürfen wir auch nicht so weit Abstand gewinnen lassen. So, Shannon kann hier erstmal halten seine Position. Und dahinter Alexia Pernet. Da ist er gut vorbeigegangen. Ja, wird dann natürlich zurück überholt, ne? Davon Taylor auch noch. Und schon Shannon Jung, gibt das. Liao ist vorne. Ist auf den 12. hochgekommen. So, da hinten wird es ein bisschen feucht auf der Strecke. Das muss nicht unbedingt schon total schlimm sein. Da müssen wir mal gucken. So, Liao macht seine Sache hier gut. Wir müssen hier leider ein bisschen runterschalten mit den Motoren. Liao auf dem 11. aber. Den lassen wir da hinten einfach mal boosten gleich auf der Start-Zielgeraden. Am besten beide. Walten lassen. Oh, da hinten wird es ja aber doch ein bisschen feuchter. So, hier um die Kurve rum und dann boosten. So, 11. 12. Platz. Ist erstmal okay für den Anfang. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen nach vorne kommen. Oh, sehr schön. Die ersten fahren hier schon rein. Dabei wird es noch nicht wirklich feucht, ich weiß nicht. Die Reifen kühlen sonst zu sehr ab. Ja, dann fahren ein bisschen aggressiver, bitte. Auf jeden Fall guter Hinweis. Also müssen wir ja aggressiv fahren. Gelbe Flagge. Moment mal, Moment. Gelbe Flagge, echt? Dann könnten wir jetzt eigentlich für einen Boxenstopp reingehen, oder? Und die Intermediates schon aufziehen.
Ich guck mal noch ganz kurz, wie feucht es hier tatsächlich wird. So, was ist denn hier? Ist das Safety Car draußen? Ich sehe kein Safety Car, muss ich sagen. Busse und Norris. Okay, Norris ist schon mal raus, sehr gut. Poulter ist halt knapp vor uns. Achso, nee, wir sind ja noch mitten im Rennen, ne? Die gelbe Flagge wieder aufgehoben irgendwie scheinbar. Ich achte mal drauf, ob das Safety Car rauskommt. Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Nee, da ist kein Safety Car. Das heißt, wir ziehen ja einfach weiter durch. Und guck mal, ne, wenn wir hier einen Boxenstopp mehr einlegen müssen, ist es auch nicht schlimm. Es wird langsam feucht auf der Strecke. Ist auch nicht weiter schlimm. Nein, Liao hat sich abgeschossen. Oh, der Idiot. Also Überholverbot in Sektor 2. Es ist erstmal nur feucht, das bleibt auch noch eine Runde so. Und dann müssen wir langsam auf Intermediates, vielleicht sogar schon auf Reds gehen. Ach Mensch, ey, Lau. Was? Nein. Okay. Oh, Liao ist doch echt dumm. Nein, und Schenne hat sich auch rauskatapultiert. Was denn das für ein Rennen, bitte? Das ist das letzte Rennen der Saison hier, wo sich beide Piloten rauskatapultieren. Ja, wahrscheinlich, weil ich auf feuchter Strecke zu viel Gas gegeben habe, oder? Krass. Ja, so ein Scheiß. Also, das absolute Unfallrennen hier. Tut mir jetzt mega leid, Leute. Da müssen wir ein bisschen zugucken. Da können wir uns wenigstens hier, Panier ist gerade vorne. Da können wir uns angucken, wie die fährt. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Weil wir halt tatsächlich. Also damit habe ich einfach nicht gerechnet. Dass wir beide einen Unfall bauen. Ne? Als Liao raus ist, dachte ich mir so, ja, ist okay. Müssen wir halt trotzdem irgendwie reißen jetzt. Aber ja, so ist es halt, ne? Und da ich mir halt selbst als Regel gesetzt habe, es wird nicht geladen hier, muss ich jetzt tatsächlich damit leben. Also ganz bitter, vor allen Dingen auch schon so früh im Rennen hier einfach rausgeflogen. Ja, aber gut, wir haben halt vorgesorgt für die nächste Saison, ne? Noch eine Saison hier zu fahren. Ich wäre auch super gerne aufgestiegen. Ich hätte es auf jeden Fall versucht, den Aufstieg da klar zu machen. Aber hier ein Doppelausfall einfach in dem Rennen. Das ist ja wohl das Schlimmste. Ne, als Liao rausgeflogen ist, dachte ich mir, okay, Norris ist auch raus. Wir haben noch Poulter, mit der wir uns irgendwie beschäftigen müssen. Das ist okay, damit kommen wir klar. Aber das jetzt. Hatte ich auch noch nie, dass einfach beide Fahrer sich rauskatapultieren. Aber gut, das kann natürlich passieren. Also es tut mir jetzt natürlich leid, ne, für die Folge jetzt ist es ein bisschen dumm. Oh, wer geht denn hier nach vorne? Guter übernimmt hier die Führung, weil sie früher auf die Reds gewechselt hat. Und deswegen lohnt es sich manchmal auch ein bisschen früher in die Box reinzufahren. Auch wenn die Kondition vielleicht erst in einer halben oder in einer Runde für die richtigen Reifen entsprechend wären. Und weil man dann halt nicht eine halbe Runde irgendwie zu langsam fährt. Der Malus, sage ich mal, wenn man Reifen für eine zu feuchte Strecke aufzieht, ist geringer, als wenn man Reifen für eine zu trockene Strecke aufzieht. Und da ist es halt richtig nass. Und Poulter macht so ganz gut Tempo, ne? Aber Naito, der holt da hinten schon wieder auf irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Der gibt da richtig Gas, der Typ.
Ja. Gut, das war es also mit der Meisterschaft. Also wenn Puter jetzt nicht noch irgendwie rausfliegt, das kann natürlich passieren, ne, dass er jetzt noch einen Unfall baut. Ich meine, wir haben noch 9 Runden zu fahren hier. Dann haben wir eine Chance. Boah. Das ist Überholmanöver hier. Schalte ich mal ein bisschen langsamer. Ja, der schön gedrängelt nochmal. Der gute Naito. Und Puta hat jetzt echt das Nachsehen. Dabei haben Sandström angeblich die besten Wagen. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie Naito das macht. Vielleicht sollte ich Naito einfach abwerben. Ja, da hat sich da echt einen guten Vorsprung raus, ne? 2 Sekunden schon. Er kommt scheinbar deutlich besser mit den Nassen hier zurecht. Ja, Doppelausfall. Puh. Ich hoffe, das wirft uns in der Wertung nicht allzu weit nach hinten. Wir haben ja den 4. Platz angestrebt. Ich hoffe, den können wir irgendwie halten. Ne? Hier gibt es halt doppelte Punkte jetzt. Das ist halt super ärgerlich, dass sowas. Die ganze Saison sind wir im Prinzip von Unfällen verschont geblieben, ganz gut. Und jetzt hier in Guildford, bams, beide raus. Ja, Naito schon 4 Sekunden Vorsprung gefahren. Puta hängt hier ein bisschen, fährt jetzt wieder ein bisschen bessere Zeit hier im Vergleich zur Vorrunde. Aber von hinten machen Silvera und Arkanen natürlich auch richtig Druck. Ne? Guckt euch die an. Die schenken sich auch gar nichts. Ja, da ist Arkanen vorbei an Silvera. Silvera wieder innen vorbei. Ja, Arkanen bleibt da dran. Ne? Der hängt Silvera am Heck. Silvera verteidigt auch relativ gut. Ne? Wir haben es gerade gesehen, als Arkanen schon vorbei war. Jetzt boostet sie erst. Okay. Ich dachte, sie macht das schon auf der Start-Zielgeraden, um da die Stärke des Motors voll auszuspielen. Ja, Naito vorne, ne? 4,5 Sekunden ist er weg. So, 3 Runden fahren wir noch, oder 4. Und dann ist das Rennen durch. Oh, da kommt Silvera richtig dicht am Puta dran. Ja, Puta boostet jetzt vor dieser engen Kurve hier. Ist natürlich kein günstiger Zeitpunkt zum Boosten. Hat er aber trotzdem wieder ein bisschen Vorsprung geschafft. Der Holgersen ist es. Hat Silvera inzwischen überholt von hinten. Arthurman hängt immer noch an Silvera dran. Die betteln sich ja noch. Das ist natürlich jetzt günstig für Holgersen, die sich hier nur mit Puta beschäftigen muss. Geht er am Puta vorbei, ne? Und Puta hier gerade 1 Sekunde langsamer in der Runde als in der letzten. Bricht gerade vollkommen zusammen. Weil die Reifen wahrscheinlich ein bisschen abgefahren sind jetzt. Ja, ne, da verliert sie richtig Zeit hier auf der Runde. Weil ihre Wets einfach runter sind. Da hätte sie jetzt reinfahren müssen. Sie scheint noch eine Runde fahren zu. Fährt sie überhaupt noch mal ran? Ich weiß nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, Puta auf den 6. zurückgefallen. Bringt uns jetzt auch nichts. Naito ganz weit vor Holgersen. Holgersen kommt ran auf 3 Sekunden immerhin. Und ja, Partnerin schafft es hier echt nicht, an Silvera vorbeizugehen. Das ist halt das eigentlich Spannende hier. Dieses Duell. Wieso sind wir in der letzten Runde? Schafft Partnerin das noch irgendwie? Nee. Dann ist Silvera auch schon wieder mit ein bisschen Abstand jetzt, 1/2 Sekunde. Da brennt nichts mehr an, würde ich vermuten. Ja, da ist Silvera weg. Partnerin fällt auf einmal richtig weit zurück. Was ist denn mit Partnerin los? Ja, und wir frühzeitig ausgeschieden. Bitter. Ganz bitter das Ende dieser Saison. Krass, da hatte ich wirklich noch nie, ne? Und dass es jetzt so natürlich zu Ende geht, so relativ unspektakulär, ist einfach Wahnsinn. Also, keine Ahnung, ja, tut mir leid, ne? Die Folge jetzt, sage ich, auch relativ unspektakulär leider. Wir gucken mal.
was die Fans sagen, was die Fahrerbewertung sagt. Und dann müssen wir halt in der nächsten Saison richtig angreifen vom Anfang an mit einem neuen Fahrer, denke ich. Ja, die haben hier halt richtig gut Punkte alle gemacht. Wir müssen mal gucken, wo wir gelandet sind. Im Endeffekt, ne, hier 17., 18., das hat uns wenigstens ein paar Punkte gebracht. Aber nicht genug, ne? So, jetzt sind wir auf den 6. und auf den 10. runtergefallen. Das Gute ist, es sind keine zwei Fahrer von einem Team vor uns. Ne, also Skanström ist Norris sogar hinter beiden Fahrern. Glücklicherweise Vittorio Corsa. Ne, da haben wir Mia Holgersen ist knapp vor uns. Vanessa Silveira ist zwischen unseren Fahrern. Also das wird jetzt echt ein spannendes Ding. Gucken wir mal. Wie sieht's aus? Wir sind auf den 3. gekommen. Also Vittorio Corsa hat sich hier ganz nach vorne geschoben durch dieses Rennen jetzt. Skanström, ein Punkt hinter Vittorio Corsa, also richtig, richtig spannend, ne? Richtig knapp. Vittorio Corsa hat den Wiederaufstieg also quasi um einen Punkt geschafft. Und ihr seht es, wir hätten hier echt nicht viele Punkte erfahren müssen. Ne? Wir hätten keine gute Platzierung fahren müssen in dem Rennen und wären trotzdem durch gewesen. Und durch diesen Doppelunfall jetzt aber sind wir nur auf den 3. gekommen. Das ist noch okay. Das ist da, wo wir sein wollten, ungefähr. Ich hätte den Aufstieg natürlich genommen, ne? Weil die erste Saisonhälfte ist so gut für uns gelaufen, dass ich mir da echt Hoffnung gemacht habe und jetzt durch sowas Bitteres hier zerstört. Wir gucken mal. Jean-Vincent Pferzel schreibt: Ich möchte Grundkurs GT Racing an der Spitze sehen. Das Team ist einfach klasse und Hong Liao ist ein echter Hingucker. Hashtag heirate mich. Ja, ich weiß gar nicht, ob Hong Liao auch irgendwie schwul ist. Nabil Verkus schreibt, mit Punkten kriegt man Preise, aber ein Sieg wäre auch nicht schlecht. Hashtag will mehr. Und das Motor Racing Magazine Jiro Kagawa schreibt, Grundkurs GT Racing kann mehr erreichen. Woher ich das weiß, das hat Hong Liao gerade gesagt. Ja, wäre geil. Anne van der Nagel schreibt, Grundkurs GT Racing, ihr braucht einen besseren Fahrer als Hong Liao, wenn ihr nicht durch die Bank Letzter werden wollt. Wir sind nicht mal Letzter geworden, obwohl beide Wagen Unfall hatten. Ne? Wir sind Dritt- und Viertletzter geworden. Ja, geil. So kann eine Saison also auch zu Ende gehen. Nicht mein Traumergebnis jetzt. Damit müssen wir uns dann halt in der nächsten Folge ein bisschen auseinandersetzen. Wir gucken mal, wie sich das auf unsere Fahrer auswirkt. Ja, die Moral bei William Shannon natürlich ein bisschen runtergegangen. Ganz klar. Marktfähigkeit hat auch wieder ein bisschen abgenommen, ne? Nicht so weit, dass es jetzt schlechtere Sponsoren rechtfertigen würde. Und die Zufriedenheit beim Chef auch wieder. Erwartetes Ergebnis 4., tatsächliches Ergebnis 10. Ja, hey, was soll ich machen? Wir sind insgesamt 3., freu dich doch darüber. Und das hat uns natürlich einen Haufen Geld gekostet, nochmal das Rennen. Aber jetzt bin ich richtig froh, dass wir halt investiert haben in die Teile. So, wie sieht es hier in der GT Championship aus? Sieht so aus, als wenn. Wir sind hier. Spartan konnte sich vorne halten. Oh, aber Hammer wird wahrscheinlich den Titel mitnehmen, oder? Wie ist denn das? 20 Punkte? Nee, werden sie. Nee, werden sie nicht. Also Spartan ganz knapp vor Hammer. Wichtiger ist aber, wer wird absteigen? Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, Spartan, ne, Hammer dahinter. Oberhof wird absteigen. Und Nordhagen sind immerhin auf den 7. Platz gekommen. Die haben 2 Punkte erfahren zwischendurch. Ja, geil. Also was die können, können wir auch, ne? Falls wir aufsteigen, werden wir uns hier für den 8. Platz empfehlen. Höher können wir wahrscheinlich nicht. Das ist machbar, denke ich. So, okay, da haben wir noch eine Saison, um uns hier ein bisschen vorzubereiten. Ist auch gut. Trotzdem bin ich mega unzufrieden. So, und da müssen wir mal gucken, wo wir einen guten Fahrer herbekommen. Unnötig. Dieses Saisonergebnis unnötig. Alles im letzten Rennen passiert. Ja, Vittorio Corsa haben die Meisterschaft mitgenommen. Haben sie gut gemacht. Bravo. Nakata Performance haben es irgendwie wieder nicht gerissen, ne? Die sind auf dem 5. gelandet, nur noch hinter Marshall.
Oh, krass. Ja, okay. Ja, das. Ich kann jetzt auch gerade gar nicht weitermachen, Jungs und Mädels. Das ist einfach zu deprimierend, gerade dieses Ergebnis. Wie das gelaufen ist, einfach richtig scheiße. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann an, was wir mit der neuen Saison machen. Holen uns einen neuen Fahrer, ein neues Boxenteam vielleicht auch. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr dann auch zur nächsten Saison wieder mit dabei seid. Nochmal in der GT Challenger Series. Macht's gut und bis dann. Ciao.